Das ist eigentlich easy, finde ich. Ja. Er ist free, so wie die Kids das heute sagen. Freed up. Ich weiß auch nicht, was Dub mit Gewinn zu tun hat. So. Da kommt ein Geschütz hin. Und da kommt ein Geschütz hin. Und da kommt ein... überall so blaue Lichter. Und da kommt der 380er Ding. Mein Gott, ich sehe überall nur Schüsse. Ah, Gott. Oh, hier gibt's nur 10. Oh, kack, Mann. Oh, ich habe nichts gegen den dabei. Wow, wow. Oh, ist das ein Teeflieger, das heißt gleich wird's regnen. Und zwar Demokratie. Und dich hau ich. Und dich hau ich. Gott. Gott. Okay. Also ich renne die ganze Zeit nur ja. Und zu Zeit schinden. Aber Tieflieger. Alter, Leute. Ganz ruhig, Mann. Ah! Nein. Oh, du bist auch tot. Okay. Ich gehe mitten in den... Oh nein, das hat Gift. Oh Gott. Nicht gut, nicht gut. Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Wir haben geschützt wieder da, jawohl. Besser. Aua, blöde, blöden Tieflieger, Mann. Ich finde deine Klamotten übrigens, ne? Ja, da habe ich jetzt gar keine Zeit für, du. Das hier gehört über gar nichts. Was für eine Verletzung! Oh, da ist ein Titan. Gott. Gott. Gott, ich sehe nur Einzelteile durch die Gegend fliegen. Aua. Ja, ich auch. Ist nichts Besonderes. Ich bin auch gleich am Sterben. Jawohl. Ah. Oh, das ist ein Stürmer. So. Aua.
Okay. Ah, ich war noch am Leben. Verdammt. Ja, auf Gott, mich zu bewegen. Harald. Oh. Oh, 20%, kein Ding. Ah, ich sehe nichts. Stürmer ist mir im Weg. Oh Gott. Na, danke. Dann habe ich aus dem Weg geschubst. Nein, lass mich. Na, warte, das nehme ich auch noch mit. Nein. Ah. Was haben wir denn da gemacht? Aua. Geschafft. Der ist irgendwie gestorben dadurch gerade. So. Der Stürmer hat den Fliegenden da weggeschubst. Aua, aber du, ich wurde von dir gekillt. Oh, was hast du gemacht? Mal geschützt vielleicht. Die Missionen sind easy. Irgendwie nicht. Wir tun die ganze Zeit Leute töten. Ja, und wir haben es auch geschafft. Ich habe die ganze Zeit meine Geschütze platziert, die ganze Zeit was geledigt. Ja, war ich die ganze Zeit noch am Wegrennen. Also die Quantität, die zählt. Ja, du hast dich wahrscheinlich wieder die ganze Zeit auf den Stürmer oder so konzentriert, ne? Ich habe überhaupt nichts gemacht, ich wurde die ganze Zeit überrannt, ey. Ich kenne dich doch. Ich habe mich auf gar nichts konzentriert, ich habe ja nicht mal Waffen gehabt. Ich so. Wo sind denn die restlichen Sachen hier? Mein Gott, können wir nicht, können wir uns nicht auf der Karte angezeigt werden? Wir haben nur sowieso unendlich Zeit, die einzusammeln. Das ist ein Probenwelter. Oh, wir haben mal. Okay, raus her. So. Ja, 10 Grad Proben, normale. Wenn das nur überall Proben werden, ne? Das wäre so schön. Das wäre so glücklich. Ah, kennst du Mr. Beast? Ja. Ja, da gibt es irgendwie gerade so Kontroverse. Okay. Der macht irgendwie so eine Game Show irgendwie mit so, weil nicht tausenden von Leuten und irgendwie werden die alle voll wie Sklaven behandelt oder so. Okay. Irgendwie gerade, der versucht irgendwie so eine Hunger Game
Game Show irgendwie zu machen und irgendwie. Ja, wie Squid Games. Ja, irgendwie jetzt war er nicht. Ja, ich habe irgendwie gehört, irgendwie Frauen wurden alle von Männern irgendwie ja voll zu Tode gerammt oder so. Also nicht zu Tode gerammt, aber sind voll aggressiv geworden und so. Jetzt kommen einige Leute hier so raus, so oh, als ich da war, die Leute haben mir alles gebrochen und so. Wir haben nichts zu essen, zu trinken bekommen und so. Wir haben keine Medizin bekommen. Okay. Geht voll krass da gerade zu. Ich bin am Ende. Ich schaue da die. Und so. Wir sagen alle, der wird gecancelt oder so. Ich so, ja, der Typ hat irgendwie, weiß nicht, was. 30 Millionen Abonnenten oder irgendwie so, weil ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Naja, ich glaube, der Disrespect, der ist ja auch weg vom Fenster. Ja. Was ist mit dem passiert? Naja, so einer mit einer Sonnenbrille und so, ne? Ja, der hat so komische Verrückung, der ist ein ziemlich berühmter Streamer gewesen auf Twitch und so. Ja. Naja, der hat irgendwelche. Auf Twitch hat der anscheinend. Anzügliche Nachrichten an eine Minderjährige geschickt. Das ist immer das Gleiche. Der ist jetzt halt weg vom Fenster, der verliert seine ganze Fanbase gerade. Ja. Der hat ja auch eine Firma und so alles aufgebaut, der verliert ja gerade alle. Das ist immer wegen das Gleiche. Können sich Leute nicht mal was Neues einfallen lassen? Kann nicht mal jemanden umgebracht haben oder so? Das ist doch langweilig, ey. Der muss auf die Twitch-Con gehen, da. Immer wegen den gleichen Sachen, ne? Oh, der hat Minderjährige gefummelt oder irgendwie so, oder? So viele Fans und weiß ich nicht, der war ziemlich groß eigentlich. Der war einer der ganz großen, der ist gefallen halt jetzt, ne? Ja. Was ist eigentlich mit Ninja passiert, dieser Fortnite-Streamer? Ich hab keine Ahnung. Von denen habe ich irgendwie auch nichts mehr gehört. Der ist irgendwann einfach weg gewesen. Ja. Aber immer wegen den gleichen Sachen, ne? Sexuelle Nachrichten. Ich bekomme solche Sachen immer empfohlen, aber interessiert mich das überhaupt nicht. Stellt sich heraus, dass dieser Typ Nachrichten an Minderjährigen geschickt hat. Jetzt haben wir diese Nachrichten alle gesehen. Also, was die da manchmal schreiben. Ja, so. Ja, die Nachrichten, weiß ich nicht, die werden ja nicht veröffentlicht. Ja. Ja, manchmal kommt aber immer jemand daran, ey. Ja. Ich habe keine Lust, irgendwie überhaupt mit jemandem über sowas überhaupt zu reden. So. Was die manchmal immer so vorlesen, was die da irgendwie da finden. Ich hab gar keinen Bock, über sowas überhaupt zu reden, ne? Ja, ist der Biest, der, oder kommen die Fliegen in deine Vergleich, pass auf, hinter dir. Wow! Ich kann nicht springen wegen dem Wasser, ist klar. Uah. Da ist ein Stürmer. Okay. Wir haben beide auf den geschossen. Ich habe überhaupt nicht auf den geschossen. Ja, okay. Dann weiß ich. Ich kann's nicht. Ich hab geguckt, wo die herkommen, die Schreikreicher. Werden wir schon finden. Nein. Ah. Boah. Boah. Gleich vor mir aufgetaucht, der Sack. Es gibt so viele Pornos da draußen im Internet. Können die Leute sich nicht einfach ein Porno anschauen online, anstatt mit anderen Leuten über sowas zu reden? Ich verstehe das nicht. Weil nicht, das ist nicht so spaßig wie eine echte Pornos. Da hinten sehe ich schon was Gutes im Abknallen. Oh. Noch keine Livestreams mehr für die Insekten. Das ist ein Stürmer. Da lebt natürlich noch. Okay, bitte nicht töten, Kollege. Einmal nachladen, bitte. Doch zu lange. Oh Gott. Der trifft mich. Nee, der trifft mich nicht.
Na. Jetzt aber. Ah. Ja, der ist tot. Okay. So. Ich habe letztens herausgefunden, SpongeBob sollte ursprünglich SpongeBoy genannt werden. Aber dann gab es irgendwie, was war das noch mal, eine Bleistiftfirma oder irgendwie eine Bleistiftmarke, irgendwas nicht. Ich glaube nicht, dass das war, aber irgendwas anderes hieß schon irgendwie so. Deswegen konnten die ihren Namen nicht benutzen. Oh Gott. Fliegen, ne? Wo? Also was? Ich brauche mich gar nicht um euch kümmern. Macht einfach mein Geschütz. So, ach, das ist schon wieder. Ach, wir müssen jetzt hier wieder tanken. Oh. Letztens erst so ein Artikel gesehen, so oh, habt ihr gewusst, dass in Dragon Ball selbst Son Goku irgendwann abgesetzt worden sollte als Hauptcharakter? Der war relativ neu, der Artikel, also das ist doch voll alte Nachrichten. Ja, der sollte durch Son Goku ersetzt werden nach der Cell Saga. Wieso? Also die wollen jetzt alle die Lücke von dem Film. Ja, ja. Ich mache nicht diesen Animationsstil wie in den Kinos, ey. Im One Piece gerade hat. Mir gefällt der gar nicht, ey. Oder wie fürs der? Ja. Der sah noch nicht mal vom Design, sah der noch nicht mal schlecht aus. Nur wenn sich das bewegt hat, war das ging nicht. Ich bin am Terminal. Weil halt irgendwie so wie Schatten, das ich weiß nicht, das deutsche Wort dafür, greedy oder irgendwie sowas. I'm hitting the greedy. Ja, wenn sich das bewegt hat, war das ging überhaupt nicht, ey. Ja, aber der Animationsstil von One Piece, der neuen, der gefällt mir gar nicht. Ich weiß meistens halt gar nicht, was da passiert überhaupt. Was sich da alles so sehr am Bewegen ist, ey. Ja, die sollten einfach alle stehen bleiben und sich nur anquatschen. Ja. Ja, klar. Ich finde das so komisch, wenn sich irgendwie jede Phase in deren Körper irgendwie bewegt und so und so. Das nennt sich Evolution dann, ne? Kennst du diese eine Szene von One Punch Man, wo Saitama hier gegen ihr Boros gekämpft hat ganz am Ende? Ja. Und als der Boros irgendwie seine ganz letzte Attacke eingesetzt hat, da ist der Animation, hey, da ist halt auch der Animationsstil voll abgegangen, ne? Alles irgendwie, da hast du irgendwie jede Frame gesehen. Ich finde das nicht schön, ne? Verstehst du alleine da, Daniel? Tut mir leid. Deswegen habe ich auch noch nie gerne so Anime-Filme geguckt, weil die immer. Der Nachschub ist gerade durch den Boden gefallen. Glaub. Was? Hier oben ist wieder ne, hier oben ist eine Klippe da, ne? So. Ah, verdammt! Daran habe ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Der Deckel ist gerade nur hier runtergefallen. Ich habe mich schon gefragt, wo kommt denn der Deckel her? Hey, da, guck mal, was da ist. Ah, verdammt. Da kommt wieder Crasher angeflogen. Das ist sogar da, da sind Proben. Perfekt. Aber nehmt die du oder ich. Das ist mir egal. Ja, aber da hinten sehe ich einen Pilz. Ich hab sogar einen kaputt gemacht. Ah, das ist das Crasher-Nest. Ah. Dann hau das Ding kaputt. Mit deinen unendlich Munition Dingen. Ja, das kann nur dauern. Der Ding kann ganz schön weit einstecken. Ah, Mann, jetzt habe ich daneben geschossen. Der hat mich angegriffen, während ich am Schießen war. Oh
gehen die Spitzen gleich aus und so. Ah. Mehr sind die Spitzen ausgegangen. So, ich habe einmal drauf geschossen. Oh Gott, dein, ich glaube, dein Gift hat mich erledigt. Ist mein Gegner platt am besten. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Zeig mir den Fall. Das ist ein Stürmer gewesen. Wie ist er denn jetzt gestorben? Ich hab den in den Kopf geschossen. Ich hab mich doch gespritzt. Warum hat das nicht funktioniert? Verstärkung! Ich hab den Kopf weggeschossen. Aber wo kommst du bei mir her? Na, können wir mal kurz eine Sekunde chillen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Blöde Granaten. Danke. Meine Klamotten. Wow, was denn hier? Schau, au! Mann! Ja, jetzt habe ich ja da oben gerade Dings platziert, Nachschub, ne? Wo ist jetzt wieder das zweite Ding von dem da ist es bei euch? Ich bin wieder versteckt im Monster, ey. Ah, Mann, ich habe meinen Rucksack nicht. Boah, Leute. Hm. Ah, das Ding steht immer noch, leck mich. Ein Schuss müsste noch. Was ist das hier? Ist das? Wow. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, au, was war das? Also, oh, hier sind die Vorräte. Warum hält uns das hier alles gerade so auf? Ja, Schatz, hilf mir. Ha. Oh, safe ist ja auch anscheinend. Weiß nicht wo, aber ich habe eins gesehen. Leute, könnt ihr mal kurz weggehen? Ihr rückt mir gerade ein bisschen auf die Pelle. Oh mein Gott. Er mich jetzt an oder nicht? So, mein Gott. Oh mein Gott. Weiter geht's. Müssen wir lang. So, ich bin auf der Karte und der tut sich spritzen, weil ich auf der Karte nach oben gedrückt habe. Wow. Ah, wir hätten sowieso in die Richtung, glaube ich, hingehen können. Oh.
Ich habe keine Spritzen. Da kann ich dir auch nicht helfen. Du brauchst auch keinen. Du bist ja unbesiegbar. Weißt du was? Du hast recht. Das ist ein Stürmer. Ich habe leider genug. Also warte hier. Entschuldige, was? Warum geht er nicht kaputt? Ein Loch ist ja noch. Also noch mehr fliegende. Stoppen ja mal so viele Sachen hier gerade. Boah. Müssen wir lang, da müssen wir lang. Kommen wir da rüber. Mal noch nur hier durch, Leute. Zeit aber noch 25 Minuten. Boah. Nur zwei gerne Proben, boah. Ja. Das ganze Risiko. Markiere Position. Ups. Was? Was mal lang? Da müssen wir lang. Nein, 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 nein. Oh Gott. Wie soll man denn da hinkommen? Ja, wir sind außerhalb des Kampfgebiets. Wir müssen noch da lang. Alter, was ist los? Verräter entdeckt? Nein. Ja, ich bin doch von da weggelaufen. Wow. Der wird nicht aufhören zu schießen, bis die dich haben. Ja, Säcke. Ich bin doch da rumgelaufen. Ich bin doch da rumgelaufen, Mann. Ha. Ich nehme ein paar Gegner mit mir mit. Ja, ich weiß. Ich hab ihn sogar getroffen, ey. Ja, ich habe schon keine Spritzen und so weiter, dann auch so was. Der Tag könnte echt nicht noch schlimmer werden. Ah, ja, jetzt kommt auch noch ein Erdbeben. Hab da nur einen Weg darum gesucht. Aua! Oh, diese Säcke. Muss nicht, wie man da rumkommt, ey. Boah. Ah.
Ach, muss auch meine Proben einsammeln, wenn er wird. Na. Das kriege ich dafür, wenn ich mein Leben riskiere. Kommst du? Ich weiß nicht, dass die mich als Verräter markiert haben, die Säcke. Bist außerhalb der Karte gewesen so lange, ne? Ich bin sogar zurückgelaufen, ey. Ja, das bringt aber nichts, wenn der Countdown abgelaufen ist, eben. Ja, ich bin da extra reingelaufen, um den Countdown zu verhindern, aber irgendwie, egal wo ich hingegangen bin, ging der weiter. Vielleicht hatte ich ja höhere Pläne. Das bezweifle ich, ja. Ja, sind wir schon wieder hier. Jetzt kommen wir auf. Kommst du denn nach hinten? Jetzt kommt er gleich wieder. Kampffeld wird verlassen. Boah, Leute. Ja, wo müssen wir denn dann lang? Hier geht's nirgends wo nach links da oben. Na gut, ey. Ja, dann soll sie ja mal bessere Wege einbauen für uns, damit wir weiter auf dem Weg der Demokratie gehen können. Also, sind wir ja schon 5 Minuten am Rumeiern und sind immer noch nicht da. Da kommt dann auch das mit dem blöden Shuttle. Ja, jetzt gehen wir die ganze Zeit nach oben. Es ist mal so lange warten, bis die Wand hier. Okay. Ich denke, irgendwo kommt mal hier so ein Spalt, wo wir so durchgehen können oder so. Nein, Mann. Oh. Jetzt hat die Eisenberg. Müssen wir jetzt um den gesamten Berg hier? Boah, müssen wir bis ganz nach oben laufen. Hey. Ja, zum Kotzen. Hab eine Probe. Na, weiter, ne? Nix, okay. Und da sind Vorräte anscheinend. Ja, sind wir wieder hier. Wir sind von hier aus gestartet. Da kommt davon, wenn man dir folgt, dann. Spaß. Guck dir mal auf der Karte an, dieses eine Ding. Muss wissen, warum das ganze Ding da rumlaufen, aber. Ja. Ja, ich habe gedacht, da kommt es irgendwo da unten lang oder so. Anscheinend nicht. Mein Gott, kann ich. Machen hier nur einen einzigen Weg. Ja, mit dem Shuttle, das dauert ja auch nicht lange. Überhaupt nicht, ne? Wo ist das? Hier waren wir gerade. Na, aber den nicht. Da hinten sind immer noch Kreischer. Aber die haben uns nicht gesehen. Die fliegen einfach weg. V-Formation. Richtung Süden. Ist denen zu kalt hier. Ja, es wird auf diesem Planeten furchtbar, ich weiß. Aber in der nächsten Folge wurden ein paar hier von Peace versucht, die Garp hier Corby zu retten. Oh. Der wurde ja von Blackbeard gefangen genommen. Dann kommt ja der epische Kampf Kusan, Aokiji gegen Garp. Hm. Oh, ey. So. Ja, jetzt sind wir um den Berg herumgelaufen. Jetzt müssen wir noch einen ganzen Weg da runterlaufen. Bist du noch hinter mir? Nee, nein, vor dir. Nein, bist du.
Was? Was war das? Wieso bin ich explodiert? Was war das? Ich bin einfach explodiert. Hat was gefunden. Nein. Nein. Muss gerade nachladen, Mann. War eine Mine oder so? Ich bin einfach gelaufen, aber bin ich explodiert. Also ich gehe einfach weiter. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ist mir schon klar, ey. Ich will ja auch nicht weiter spielen, ey. Mit denen. Oh, ich habe alle gekillt, sehr gut. Da. Hat der Daniel Bumm gemacht? Also ich bin einfach gelaufen auf einmal. Das war bestimmt eine Tretmine. Ja. Irgendwie schon. Oh mein Gott. Primärziel nahe eurer Position. Ich hatte Marius ja wieder einen Stein auf dich geschmissen. Ah, hier ist ein Dixie-Klo, geil. Da ist eine Probe gesammelt. Aua. So, wir müssen was machen. Glaube ich. Was müssen wir machen? Terminal, ja, Terminal Ventile. Ja, wo ist denn das Ding? Da. Ich gehe an den Terminal. So, also jetzt müssen wir da wieder. Schon sagen, lass mich hier bitte einsteigen. So. Hallöchen, Leute. Ein Stürmer, da ist ein Stürmer. Bei meiner Position. Ja, sehe ich den nicht. Er ist tot. Aua. So. So, das Ding kannst du abmachen. Aua, aua. Wir fliegen mit Viecher. Die fliegen einfach gegen meinen Mecker und sterben. Ah, der hängt an mir fest. Oh. Top, top. Ins Gesicht. Ich habe gesagt, ins Gesicht. Er ist tot. Wer wagt es, mich zu rammen? So, das Ding ist voll. Das ist recht. So. Ja, schon cool mit so einem Mecker. Ja. Ich finde diese kleinen Gaskanister hier am Rücken voll putzig.
Ich sehe zwei roten. Ja, ich schieß mal drauf. Was war wohl durch? Aber alles geht ja kaputt. Willst du wie in der realen Welt, ne? Du vorbei, ja. Genau so. Ach, Quatsch. Da kommt Kreischer. So beinahe schlagen von so einem Hellpot. Da war geschützt direkt neben dir. Sagst du nur, worauf schießt du? Da ist nichts. Ja. Worauf schießt das Ding? Da unten ist doch gar nichts. Boah, jetzt hat er seine ganze Munition dahin geworfen. Hätte da sein Ding hingeworfen, da war gar nichts. Ich habe überhaupt nichts geworfen. Da ist ein Stürmer. Der will ja raus. Er ist tot. Noch ein Stürmer. Ah, ich verfrage meinen ganzen Adler. Mal dieser Wisser, der hat den Schlag abgefangen. Da ist einer dazwischen gegangen von den kleinen Wissern, der hat den Schuss abgefangen. Was ist das Ding? Ein paar Raketen mit seinem Namen darauf. Oder ist der tot? Weil ich sehe nichts. Ja, der ist hier, hier. Boah, jetzt hat er mich angegriffen, der Kleine, jetzt hat schon wieder daneben geschossen. Der ist genau in der anderen Richtung hier, Daniel, der steht da. Ja, ich komme mich gerade um den Kleinen hier. So. Alles klar, ich nur den Stürmer. Das macht, bewegt sich doch gar nicht. Stehen lassen. Na, schon da? Na, nach Hause. Okay. Ja, aber so was von. Man hat mit den Außenposten. Läuft ja nicht mehr so mit den kaputt machen und so. Welche meinst du? Meinst du das mit den Insektenlöchern oder? Ja, ja. Wenn immer weniger. Ich habe vorhin auf dich geschossen, Daniel. Wann machst du das denn nicht? Das glaube ich nicht. Ich habe mit meiner Quasar-Kanone auf dich geschossen. Okay. Naja, du hast gesehen, du hast doch gesagt, dass ich so weit hinten bin. Ich wollte dir zeigen, dass ich noch in Reichweite bin. Also habe ich einen Streifschuss gemacht. Riesenplage. Streifschuss mitten in den Rücken. Ja, ich habe ja nicht dich direkt getroffen. Das wäre ja tot gewesen. Das wäre ja ein unglaublicher Verlust für die Menschheit gewesen.
Materie. Ein ganz schweres Maschinengewehr. Ja, genau. 15 Dinger. Boah. 80, 60. Verstärkt geschützt mit hochmodernen Sekundenkleber. Schützverbesserungen. Ja, ja. Also wir versuchen diese eine Trophäe zu holen, aber irgendwie voll viele Dinger werfen müssen. Okay. Ich guck mal, ob ich ein paar noch hole hier. Hol am besten die 380er, dann werfen wir alle an einen Ort. Steht da, wie lange die halten? Nee, ne? Guck mal, da deine Nummer nach. Trophäen? Ja, ich guck gerade den Erfolg, wollte ich gucken. Ich will mal 1500 nur, mein Gott. Ist ja gar nichts. Schließe eine vollständige Blitzmission ab auf der Schwierigkeit extrem und erkehre in unter 6 Minuten. Sperrfeuer-Taktik-Ausrüstungen. Am gleichen Ort. Das müsste aber dann jeder von uns machen, nicht nur. Ich glaube nicht, dass das, wenn wir das beide zusammen machen, dass das dann. Sollen das gehen? Wir können doch gar nicht nur 4 Stück mitnehmen. Ja, deswegen, ja. Nehme ich mal an. Steht da irgendwie nur Orbital? Ja. Da steht Orbital-Sperrfeuer. Längeres Orbital-Sperrfeuer, Gatling, ja, der 120er, den 380er und dann noch irgendein. Würde ich dann machen. Ich würde dann die 380er erst werfen, dann die 120er und dann irgendwie Orbital-Sperrfeuer oder irgendwas anderes. Du kannst aber nur dann insgesamt trotzdem nur 4 Stück werfen. Ja, deswegen müssen wir hier beide gleichzeitig werfen. Ich glaube aber nicht, dass das zählt, wenn wir da zusammen jeder einzeln die 6 Stück machen. Bist du sicher? Ich glaube nicht, dass man da zusammen machen kann. Na dann nicht. Ja, glaube ich jedenfalls nicht. Da steht platziere 6 Orbitalspeltsfeuer, da steht nicht platziere als Team oder so. Du musst individuell 6 Stück gleichzeitig platzieren. Aber das geht ja nicht, deswegen tue ich daraus schließen. Oder weil die auch überquellt. Am gleichen Ort.